Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe richtig gute Laune. Die Sonne scheint, wir haben gutes Wetter und das Fahrzeug wird heute einem Langstreckentest ausgesetzt. Wie man auch schon am Titel sehen konnte, wir werden heute testen, ob dieses Fahrzeug langstreckentauglich ist. Uns erwartet hier ein Porsche 911 GT3 RS 992. Wunderschönes Ding mit weißer Paket. Nagelneu, der 219 Kilometer runter. Man kann sehen, ich bin dauerhaft am Grinsen, weil ich sehe dieses Auto jetzt nach einem Monat wieder. Der stand nämlich jetzt einen Monat hier unten und der wird jetzt tatsächlich nach oben gefahren. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt zum Kofferraum. So, wir machen das Ganze mal hier auf. Jetzt schauen wir uns das mal an, die wunderschöne Carbonhaube. Ey, die ist wirklich, also wenn ihr wüsstet, wie leicht das ist, also das wiegt so wenig. Ja, Kofferraum haben wir schon mal nicht, ne? Hier wurde das Ganze nämlich ersetzt durch einen Kühler. Also man sieht, hier ist tatsächlich nicht so viel Platz. Was man ja sagen muss, zum Essen ist er wirklich gut. Wenn das DRS offen ist und der Flügel hier schön gerade steht, hat man ordentlich Platz. Wir können auch drei Mann gleichzeitig schön McDonald's oder was weiß ich essen. Das Video habe ich schon bei TikTok und bei Instagram hochgeladen. Das ging richtig viral. Das hat knapp 3 Millionen Aufrufe. Auf jeden Fall schaut dort nochmal an euch für den ganzen Support. 360 Grad Cam ist schon dran, da wird es auch richtig geile Aufnahmen jetzt die Tage geben. Wir befinden uns jetzt hier im Innenraum vom GT3 RS und ja, man kann sehen, hier ist nicht so viel Platz. Ich habe hier meine Tasche auf dem Beifahrer. Aber wir testen das Ganze heute trotzdem mal, wie er sich generell so über den Tag verhält, wie es von der Bequemlichkeit ist, weil das interessiert mich selber. Also ich bin auch mega gespannt, ob ich die miesesten Rückenschmerzen haben werde. Stand jetzt würde ich sogar sagen, dass die Sitze bequemer sind als die normalen 911 Sitze aus dem Carrera, aus dem GTS, aus allen normalen Modellen. Hier kann man ja rein theoretisch auch die normalen Sitze bestellen, aber wer das macht, hat wirklich komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Gehen wir mal jetzt davon aus, dass man hier zu zweit drin sitzen würde, dann hätte man halt nur noch den Platz hier hinten hinter dem Überrollkäfig, der nicht aus Carbon ist. Ich habe mich tatsächlich für den entschieden, ohne Carbon. Ihr könnt sehen, es geht aber. Also man könnte rein theoretisch, wobei, nee, die kann man ja nicht nach vorne klappen. Nee, hier wird es ein bisschen eng. Hier wird es tatsächlich ein bisschen eng. Also man könnte das hier hinten so durchschleusen irgendwie, da den Sitz nach vorne machen und dann die Tasche dann nach hinten. Ist alles ein bisschen unhandlich. Und natürlich geben wir hier nicht so viele Punkte. Da werden jetzt einige mich judgen. Ja, das ist doch ein Rennwagen, damit fährt man auch nicht irgendwie irgendwo hin. Das ist egal. Wir wollen heute einfach mal die Gegebenheiten uns anschauen. Deswegen hört auf zu meckern in den Kommentaren. Machen wir das gute Stück doch mal an. Ich denke mal, man wird nicht so viel hören wegen dem Mikro, aber... Also der war gerade eben schon einmal an. Also das ist wirklich verrückt. Wir bewegen uns hier bei 3000 Umdrehungen. Alter, und der geht bis 9. Das Ding geht bis 9. Junge, Junge, Junge. Kann man auch die Kilometeranzahl sehen. 220 Kilometer hat das Ding erst runter. Und es sieht einfach nur wunderschön aus. Guckt euch das hier mal an, wie schön das aussieht. Auch die Pedals. Hört doch mal bitte rein. Oh. Wenn man jetzt hier ein bisschen spielt. Ach so, die Klappen sind zu. Upsala. Alter, wie der da rausschießt. Unfassbar, wie das Ding hier rausschießt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Autobahn mit ein paar hundert Kilometern mehr auf dem Tacho und schauen uns mal an, Fazit, Feedback, weil wir haben hier jetzt noch 380 Kilometer Reichweite. Ich werde mal ein bisschen fahren und dann werde ich ihn irgendwann gleich tanken und ja, einfach mal schon ein bisschen Fazit abgeben. Ich mache mal jetzt extra ohne Mikro, damit ihr mal die Soundkulisse richtig hören könnt und man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie es sich anhört, die ganze Zeit in dieser Karre drin zu sitzen. Also seit einer Stunde fahre ich jetzt, seit etwas über einer Stunde und ja, so hört sich zum Beispiel an, wenn man mal ein bisschen beschleunigt. Das ist wirklich Weltklasse. Weltklasse. So, die ersten 200 Kilometer sind jetzt vorüber. Ich muss sagen, so wie ich es gerade eben auch schon angedeutet habe, die Sitze sind wirklich bequemer. Du sitzt hier aufrechter
und angenehmer drin als in einem normalen Carrera-Sitz, sage ich jetzt mal. Ne? Also die normalen Standardsitze. Also das hier ist einfach bequemer, weil du sitzt halt aufrechter, dein Rücken ist gerade, du sitzt irgendwie nicht krumm oder so. Es ist wirklich angenehm. Kleines Update nach 3 Stunden Fahrzeit. Wir sind hier jetzt bei 13,5 Liter dafür, dass ich wirklich echt viel immer Gas gegeben habe. Mal hier. Oh, da fällt die Kamera schon fast runter. Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist schon etwas lauter natürlich und auch nicht ganz leise hier drin. Also es ist wirklich schon echt gut laut. Also muss man sagen, also die ganze Kulisse, das nehme ich natürlich jetzt nicht so wahr, aber es ist schon auf jeden Fall eine Ecke lauter, gerade im Vergleich zum normalen Carrera, weil damit bin ich ja auch schon mal nach Monaco runtergefahren, auch in die Schweiz runter. Das ist auf jeden Fall etwas leiser. Extra mal mein Mikrofon jetzt weggelassen, damit ihr hört, wie laut das wirklich ist. Und zum Beispiel jetzt hier auch mal das Gas geben. Und 5. Meine Fresse, ist das geil, Digga. Oh, scheiße. Jetzt stehen wir hier 40 Minuten im Stau. Es ist halt Freitag, Bahn streikt, Lufthansa streikt und das Wetter ist super. Was will man machen? Wir sitzen hier insgesamt 8 Stunden in diesem Auto. Das ist schon eine Menge, direkt gleich am Anfang. Ich muss auch sagen, langsam ist es echt ein bisschen anstrengend. Ja, also es geht halt voll. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so, also mein Rücken tut gar nicht weh, wirklich 0,0. Obwohl es sehr unbequem aussieht, ist es wirklich viel bequemer als bei meinem normalen 911. Verbrauch ist wirklich top. Also dafür, dass ich immer mal wieder hier ein bisschen runterschalte, ein bisschen wieder hoch und so, sind 13,5 Liter voll gut auf 270 Kilometer, 3 Stunden Fahrzeit. Jetzt merkt man auch gerade im Vergleich zu gerade eben, wo ich noch gefahren bin, wie viel ruhiger es jetzt ist. Also wie es eigentlich dann ist, wenn man steht. Und wie die Geräuschkulisse dann ist beim Fahren, der Unterschied, das ist schon echt krass. Also die Lautstärke ist auf jeden Fall gut am Start. Wir sind jetzt bei 497 Kilometer hier, die wir auf dem Schuppen drauf gefahren haben. Und ja, ich gebe euch einfach mal ein Update. Ich denke mal, wir sehen uns dann wahrscheinlich, wenn ich angekommen bin. Und dann gehe ich auch direkt ins Bett, weil ich habe nur 4 Stunden geschlafen. So, endlich angekommen. 7 Stunden, 50 Minuten, 740 Kilometer und ein Verbrauch von 15 Liter, weil ich habe nämlich zum Schluss noch mal ein bisschen mehr Spaß gehabt. So, Freunde, ich bin ausgeschlafen, frisch geduscht. 1048 Kilometer hat das Ding hier runter. Konntet ihr auch gerade eben schon sehen. Und ja, kleines Fazit mal dazu. Wir haben um die 13,5, 14 Liter verbraucht. Also so 13, 14 Liter für so ein Auto finde ich vollkommen okay. Also kann man nichts gegen sagen. Mit ein bisschen sportlichem Fahren, die Kasseler Berge, da hat es schon auf jeden Fall richtig Bock gemacht, war echt geil. Also das Ding ist wirklich eine Waffe. Du bist so überlegen in diesem Auto. Du bist einfach so, du fühlst dich halt auch sehr überlegen und du bist es halt auch einfach mit diesem Auto. Du kannst in diese Kurven, du kannst da reinfliegen lassen, du kannst in die Eisen gehen, du kannst das Ding so rannehmen, ey. Das ist so geil. Ich habe den noch nicht mal ansatzweise so in dem Bereich bewegen können, einfach aus dem Grund, weil der halt eingefahren werden muss. Die Sitzposition ist eindeutig besser als beim normalen 4S, GTS, also bei den normalen Sitzen kann man ja hier auch, wie gesagt, bestellen, aber ja. Wer macht sowas, ist die Frage. An sich ist aber die Lautstärke hier drin ein extremer Faktor, der mich persönlich auf dieser Fahrt schon sehr gestört hat. Also ich bin angekommen, ich dachte wirklich, ich war auf dem Festival. So hat sich das angefühlt. War ja auch hier ein Festival, ne? War ein richtiges schönes Fest, ein richtig geiles Festival hier drin. Hat Spaß gemacht, richtig schön Musik gehört und nee, also es ist auf jeden Fall anstrengender als im normalen Fahrzeug, aber man darf ja nicht vergessen, wir haben jetzt hier einen Rennwagen für Langstrecke getestet. Und da muss ich sagen, für einen Rennwagen im Vergleich zu anderen Sport- oder Supersportfahrzeugen, muss ich sagen, ist der hier wirklich echt einigermaßen bequem. Das Ding hat auf jeden Fall den Test bestanden. Ich bin ja, gestern nicht mit Rückenschmerzen ausgestiegen und hatte eine gute Laune, nur ich war halt einfach mega im Arsch, weil ich so wenig geschlafen hatte. Das wär's mit dem Video. Lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da.
Ich freue mich über jeden Kommentar. Schreibt auch gerne mal eure Meinung rein zu diesem Spec hier. Und wir sehen uns dann in den nächsten 1-2 Wochen wieder. Das kann ein bisschen dauern, weil die Karre wird nämlich jetzt verliert. Dann wird danach öfter Content kommen mit diesem Auto. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.